Servus, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Necrocon und ich bin fertig. Willkommen zum Necro-Vlog. Ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin wirklich fix und alle und überhaupt. Aber ich habe ja gesagt, wie ich Summer Breeze überstehe, werde ich gleich mal kurz so ein Video machen. Und hier ist es. Fangen wir einfach mal an, wie ich so die ersten Tage überstanden habe. Am Dienstag ging es los. Da haben wir mit dem Kumpel Geburtstag gefeiert. War ziemlich cool. Alkohol bis zum Abwinken natürlich. Haben dann die Nacht durchgemacht, dass wir Mittwoch so früh wie möglich los können. War ein riesiges Chaos und hat trotzdem ganz gut geklappt. Wir waren 7 Autos, was relativ viel ist. Haben uns auch vorne drauf geschrieben, Penen, ne, Mehrzahl von Penis, dass man auch ja weiß, dass wir zusammengehören. Und Mittwoch ging das ganz schnell. Ich habe so ein Quicktent. Ja, wenn ich das wegwerfe, dann macht es flupp und dann ist es offen. Saugeil. Beneiden mich die Leute drum und es hält genauso viel Regen und Pipi von anderen aus, ne? Mittwoch ist eigentlich nicht so spannend, weil da ist eigentlich nur abends das Partyzelt geöffnet. Und ich werde es jetzt auch so machen, dass ich euch ein bisschen die Bilder einblenden lasse. Ich weiß, Metal ist nicht jedermanns Sache, aber einfach nur ein bisschen, damit dieser Vlog nicht ganz so langweilig wird. Wie gesagt, einfach die Bilder. An den Anfang gemacht hat Vader. Diesen übrigens, das ist ein kleiner Fun Fact, vielleicht für all diejenigen, die gerade The Witcher gucken. Die haben nein, Quatsch, Blödsinn, Sword of the Witcher geschrieben. Das Lied zum Spiel The Witcher. Der offizielle Soundtrack quasi. Richtig, richtig cool. Also die Jungs waren das. Dann gab es am Mittwoch gar nichts mehr, außer ein bisschen saufen, klar. Dann ging es am Donnerstag weiter mit Alestorm. Das ist quasi so eine Piraten-Metal-Band. Ein bisschen Stimmung machen. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Auf Korpiklaani hatte ich eigentlich keine Lust, weil die machen sowas wie Lieder über Wodka, Bier und Co. Machen zwar richtig Stimmung, aber ich weiß nicht. Irgendwie, aber hat mir im Nachhinein dann doch gefallen. Also ich habe dann doch ganz gern mitgegrölt und mitgesungen. War sehr geil. Ich denke, mein Highlight hat dann auch tatsächlich schon gleichzeitig hier stattgefunden. Das waren Powerwolf. Das sind sozusagen die, boah, wie soll ich das erklären? Die Ministranten des Metal. Das trifft es ganz gut. Ich sehe angeblich dem Sänger sehr ähnlich, dem Typ in der Mitte, das ist Attila Dorn. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Sehe ich dem Sänger ähnlich? Also ich muss sagen, so ein bisschen schon. Und da war es halt einfach so krass. Eine der Bands, die wirklich jeden dazu gebracht haben, und ich meine jeden, die Hände nach oben zu tun, mitzuschreien, mitzugrölen. Und der Sänger ist vorne gestanden und hat einfach nur gemeint: Summer Breeze, wenn ich jetzt, also linke Seite, ne, fangen wir mal an. Wir teilen das Ganze in zwei Hälften, ne? Linke Seite, wenn ich sage, hu, sagt ihr ha, ne? Hat funktioniert. Dann rechts nochmal, hu, ha. Und dann, die sind ein bisschen lauter, wie das so ist, ne? Stachelt ein bisschen auf. Das Geile ist dann halt, er steht dran, jetzt alle, hu, ha, hu, ha, hu, ha, ich kann das die ganze Nacht, hu, ha, hu. Der Kerl ist einfach nur so göttlich. Wie gesagt, das war mein absolutes Highlight. Ich liebe die Kerle. Und was auch sehr besonders ist, die haben vorher in im Partyzelt gespielt, was relativ klein ist. Ich schätze mal, da kommen so 300 Leute rein, passen da 300 Leute rein, mehr nicht. Und die durften dann auf der Pain Stage spielen. Es gibt vorne die Main und die Pain Stage, und die Pain Stage ist die kleinere der beiden, aber trotzdem schon groß genug, dass man sagen kann, da dürfen die Wichtigen spielen. Ich freue mich für die Band, dass sie es geschafft haben. Und machen wir einfach mal weiter mit dem Freitag. Da haben zuerst in der Mittagssonne Niera gespielt. Niera, ja, ist so, wie soll man sagen, deutsche Core-Metal-Band. Richtig geil, hat mir gefallen. Überrascht haben mich Eisbrecher, unglaublich. Ich mag die Musik zwar, aber ich hätte nicht gedacht, dass Eisbrecher so viel Charisma versprühen. Er ist reingekommen mit einer Rose im Mund, hat die erstmal ins Publikum geworfen. Hat alle begrüßt, ne? Schön, fein, säuberlich. Und dann haben sie angefangen zu spielen. Und da hatte einer so einen großen Penis dabei, so einen aufblasbaren. Er ist da reingestanden und hat gesagt: Also ganz ehrlich, na, den würde ich wegtun, ja. Und auch später hat sich da noch jemand dran gestört, aber das ist die letzte Band, die ich dann gleich noch erkläre. Lamb of God hat mir sehr gut gefallen. Habe ich mir von außen angeguckt. Also quasi, während die auf dem Main gespielt haben, haben wir das auf der Pain geguckt. Anthrax haben wir uns angesehen, das ist eine der größeren Bands, sag ich mal, die rangieren mit Metallica, Slayer und Megadeth. Also da gibt es diese DVD, The Big Four, da waren sie dabei, das heißt, die haben schon Rang und Namen. Waren wir auch dabei.
Und Fintroll, das war so abartig. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie der Name sagt. Das sind so ein bisschen ja Trolle halt, ne? Und richtig dreckig und düster und brrr, ja, wie das halt so ist. Und so unglaublich viele Crowdsurfer. Das war so widerlich, Freunde. Das glaubt ihr mir gar nicht. Für alle, die nicht wissen, was Crowdsurfer sind, einfach ein Mensch tippt halt einen an und macht halt den hier. Ich möchte nach oben. Und dann wird er halt über diese Hände weiter nach oben geleitet. Das Blöde ist halt nur, wenn du gerade nach vorne guckst, da kommt so ein Crowdsurfer von hinten mit Füßen voraus. Dann kriegst du diese Füße entweder in die Fresse oder auf den Kopf. Also musst du aufpassen und musst immer wieder hintergucken. Und wenn du das Pech hast und da ist gerade hinter dir einer im Anmarsch, dann musst du den ja weitergeben und hast eigentlich gar keine Zeit, dich nach vorne zu konzentrieren. Das war richtig ärgerlich, aber die Band selber war richtig geil. Der Sänger ist dran gestanden, so, wer von euch ist hier und wem gefällt das Ganze? 95%, yay! Und wer ist enttäuscht von uns? 5% so, yay, haut ab. Piss auf. Richtig geil. Dann Samstag, Funkanto wollte ich eigentlich auch nicht sehen. Gehört auch so zu den Bands, wo ich sage, naja, ist nicht so mein Ding. An denen ist besonders, dass sie nur ein Schlagzeug haben. Den Rest machen sie mit den Mündern, a cappella. Unique, wie ich finde, in der Metal-Szene. Es gibt nicht viele, die das machen. Vielleicht sind sie sogar die einzigen, die das gut machen. War aber okay. Kann man stehen lassen. Devil Driver habe ich mir noch reingezogen von hinten ein bisschen. Aber da war es dann wirklich so heiß, dass ich gesagt habe, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe hinter. Mir brüht's einfach den Schädel weg. Ich habe einen Sonnenbrandstufe Mr. Krabs. Also richtig übelst. Die Füße, die sind nicht mehr rot, die sind... Da muss man eine neue Farbe dafür erfinden. Die sind... So übelst verbrannt bin ich noch nie. Richtig krass. Als nächstes haben dann da gespielt ungefähr... Ich mache das eigentlich nicht nach der Reihe. Das ist ja auch Wurst. Arkona haben da gespielt. Da bin ich besonders stolz drauf, weil das ist eine russische Death-Metal-Band mit so ein bisschen Folklore oder Folk-Band, man kann das nicht so genau einordnen. Ich glaube, Folk trifft es eigentlich eher. Super, hätte ich nicht gedacht. Der Sound ein bisschen dünn, aber die Frau ist einfach nur gigantisch, kann schreien und steht in dieser Hitze in ihrem Pelzmantel da. Könnt ihr euch das vorstellen? Bei 30, 35 Grad steht die da in ihrem blöden Mantel da. Unglaublich, die Frau, die Hammer. Knorkator haben mich unglaublich überrascht. Knorkator ist eigentlich eine richtige Quatschband, die auch auf der Bühne so ein bisschen Fotze, ja, so sind die drauf. Und er ist in irgendwie so einen Ball gestiegen, der mit Luft versiegelt wird. Und dann hat er gesagt, ja, so Publikum, ne, ich würde ganz gern mal so dieses Crowdsurfer-Prinzip, aber eben im Ball. So ganz vorsichtig bitte, ja, lasst mich nicht fallen und ja. Steht halt so dran, die Security-Kräfte reichen ihn weiter und auf einmal fängt er an, in diesem Ball rumzuspielen, wie ein Hamster auf Speed. Ja, scheißegal, ob es rumwälzt oder nicht, der voll am Abspacken um rumspringt, der Kerl einfach nur gigantisch. Dann abends gab es noch Amorphis. An dem Kerl ist besonders cool, dass er Dreadlocks hat, die bis zu den Knien reichen. Also wenn der Headbangt, das ist auf jeden Fall, das muss man gesehen haben. Ansonsten nichts Besonderes. Sondern einen Abschluss für uns haben gemacht In Flames. Die habe ich ja dieses Jahr schon auf dem Mainstream gesehen, aber In Flames waren hier nochmal vom Sound her um einiges dicker. Was auch sehr geil war, das war die letzte Show, die sie gemacht haben, bevor sie ins Studioalbum gehen. Und er ist dann auch dran gestanden mit diesem aufblasbaren Penis so, hey, du weißt schon, dass das deine Mutter auf YouTube sieht, ja? Na gut, wie du willst. Also das war wirklich, für mich war das wirklich sehr emotional, weil ich finde, keine Ahnung, es geht irgendwie zu Ende, ja, und das habe ich mir dann auch vor Augen geführt. Dieser Tag geht zu Ende, dieses Festival geht zu Ende. Was braucht man eigentlich? Nein, Quatsch, ihr habt das begonnen. Warum braucht man ein Festival, ja? Man ist da wirklich Strapazen ausgesetzt, wie auf dem Boden schlafen, in der Sonne stehen, so viel Alkohol, dieses ganze Rumgerangeln mit den anderen Leuten. Plötzlich wird man halt mit einem Eimer Wasser übergossen, ja, und steht halt da und ist kaputt und steht den ganzen Tag eigentlich nur. Dieses einfach, wenn man auf einem Festival war, dann weiß man, aus was für einem Holz man geschnitzt ist. Und ja, je nachdem, wie ramponiert man zurückkommt, sieht man eben, ob es gut war oder nicht. Ich persönlich, ich muss sagen, es war, ich kann mich nur nochmal wiederholen, sehr emotional. Es gab gute Sachen, es gab schlechte Sachen. Im Großen und Ganzen fand ich es natürlich klasse. Einmal im Jahr einfach so einen Tiefpunkt erleben, dann weiß man, ab da geht's besser. Man hat ein weiches Bett, man hat seine Mahlzeiten, die man einnimmt, ja, und dann freut man sich auf diesen Luxus, den man im heimischen Zuhause einfach kennt. Und sei es nur eine warme Mahlzeit, wenn man sie haben will, nicht wahr? Ohne Ameisen drin und so weiter.
Ja, dann könnte ich euch jetzt noch kurz die Bilder zeigen der Weirdos, ja, wie ich sie gerne nenne. Das sind einfach Leute, die da Spaß dran haben, indem sie sich ein bisschen verkleiden, ein bisschen Quatsch machen. So viele sind es diesmal nicht geworden. Ich will den Vlog jetzt auch wieder nicht zu lang machen. Ich rede wahrscheinlich wieder irgendwie eine halbe Stunde oder sowas. Ich möchte es eigentlich nur noch ins Bett. Das war ein Vlog, der jetzt nicht kategorisch abgearbeitet wurde, sondern einfach nur an den letzten Vlog dran geheftet. Ne? Ihr seht, ich bin noch am Leben. Es geht jetzt ganz normal weiter wie immer. Zu den Fragen, die ihr mir stellt, zu den FAQs, wo ich euch ja drum gebeten habe. Allgemein, die werde ich später beantworten. Und es kann auch sein, dass das vielleicht im zweiten oder drittnächsten Vlog geschieht. Wenn ich solche Fragen sehe, ich schneide sie einfach aus, tue sie mir in einen Ordner und fülle die Rubrik dann damit. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen zu viel geredet oder so, dann nehme ich das, schneide das aus, tue das irgendwo anders rein oder lasse das gut sein. Muss ich mal gucken. Stellt mir weiter fleißig Fragen zu allem, worauf ihr Bock habt. Die werde ich dann auf jeden Fall später beantworten. Ich bin kaputt. Ich bin Necrocon. Bis dann.